Vorgehen, dass wir vielleicht zuerst die Kandidatenliste eröffnen und uns danach vor der Vorstellung noch kurz Gedanken über das Wahlverfahren machen. Wenn das hier keinen Widerspruch hat, scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann stelle ich weiterhin fest, dass natürlich geheim abzustimmen ist. Und ich stelle weiterhin fest, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt ist und dass den Bewerbern Gelegenheit zu geben ist, sich und ihr Programm in angemessener Zeit vorzustellen. Ich würde dann hiermit die Kandidatenliste eröffnen. Gibt es Vorschläge für einen Stimmkreisbewerber für zur Wahl des 17. Bayerischen Landtags? Ja, also ich schlage hier einen Kandidaten vor. Als stimmberechtigtes Mitglied schlage ich ihn da vor. Und okay, ihr kennt ihn alle? Teilweise. Habt ihr es verstanden? Also, ich muss das auch noch feststellen, das habe ich So, ich habe hier eine Zustimmungserklärung. Gerhard Döberleiner, das bin ich. Die liegt vor, das heißt, er kann vorgeschlagen werden. Er wird vorgeschlagen. Ja. Gut, gibt es weitere Vorschläge? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich die Kandidatenliste dann an dieser Stelle wieder schließen. Gut, keine weiteren Vorschläge. Dann würde ich vor der Vorstellung, damit wir die Stimmzettel drucken können, stehe ich gut? Ja. So. Damit wir die Stimmzettel drucken können, gerne kurz über das Wahlverfahren abstimmen. Gängig ist bei uns, wenn es nur einen Kandidaten gibt, mit Ja-Nein zu stimmen, sprich der Kandidat ist gewählt, wenn es mehr Ja- als Nein-Stimmen gibt. Findet dieses Wahlverfahren allgemeine Zustimmung? Ich würde es vielleicht einfach kurz abstimmen lassen. Also wer ist dafür, dass der Kandidat gewählt ist, der mehr Ja- als Nein-Stimmen erhält? Das ist einstimmig. Damit ist dieses Wahlverfahren angenommen. Dann kommen wir jetzt zur Vorstellung der Bewerber. Da würde ich dich bitten, Gerhard, dich hier vorzustellen und danach können wir Fragen stellen. Also, mein Name ist Gerhard Döberreiner, viele von euch kennen mich schon. Besser? Also, ich war letzten Donnerstag das erste Mal da am Stammtisch von euch. Die Leute, die da waren, die kennen mich. Ihr zwei da hinten, glaube ich, kennt mich nicht. Ich bin gebürtiger Münchner, bin 54 Jahre alt und habe fast 15 Jahre im Landkreis gewohnt. Ich kenne also da sehr viele Leute heraus und denke, dass man da auch sehr viele Stimmen bekommen kann. Mein Hauptanliegen ist die Umweltpolitik, Umwelt- und Energiepolitik. Ich muss also schauen, dass sie da bei den erneuerbaren Energien was da, weil es ist nicht nur die Sonne und der Wind, wir haben das Wasser auch noch. Und man soll halt einfach schauen, dass man das mehrgleisig baut und nicht eingleisig, dass man sagt, man baut nur Solaranlagen, sondern man kann das kombinieren, dass man sagt, wenn das Wetter schlecht ist und es ist ein Wind da, dann kann man über den Wind was machen, wenn es schön ist, über die Sonne und wenn es regnet, dann über das Wasser. Regenwassernutzung machen wir praktisch noch gar nichts in Deutschland. Da habe ich eine Vision, dass man sagt, man kann jetzt Fallrohr verändern, dass man Strom erzeugt, man kann in die Abwasserkanäle Strom erzeugen, überall wo man einen Fluss hat, darf das funktionieren. Interessieren tut mich noch der soziale Bereich. Ich bin der Meinung, es sollte wieder so weit sein, dass ein Ernährer eine Familie ernähren kann und dass nicht beide in die Arbeit rennen müssen. Das darf das wieder ausschließen, dass man einen Pflegeplatz fürs Kind braucht. Weil wenn einer eine Familie ernähren kann, dann kann die Frau daheim bleiben oder der Mann, je nachdem. Und dann brauche ich die Kinder nicht in die Kita, weil dann hauptsache Geld sparen und war vielleicht für die Kinder auch besser. Oh, das bin ich. Tut mir leid. Ja, mehr habe ich sowieso nicht zu sagen. Also, ja, vielleicht noch, ich war über 10 Jahre bei der Bergwacht dabei. Daher meine soziale Ader. Und ja, das muss ich.
So, die Firma, oder? Ja, die Firma, ja. Danke. Wollt ihr, dass ich gehe? Gut, dann erstmal, ja, vielen Dank. Das steht aber nur dem Chef von dem Haufen zu. Das ist die Basis der Chef. Da stehst du außerhalb des Bildes. Was ist andersrum, bei uns steht einmal so die Tür. Ja, du redest aus dem Off. Ja, mach ich gerne. So, Gerd, sag vielleicht noch kurz vorne wegen Fragen. Ja. Müsst ihr gerade noch die Stimmzettel machen, deswegen frage ich jetzt die. Deswegen, aus dem Off von mir gibt es Fragen an den Bewerber. Das können alle. Ja. Wenn die Versammlung einverstanden ist. Ja. Wie effizient schätzt du denn die Energiegewinnung aus Fallrohren und in der Kanalisation ein? Wie effizient? Ich denke, Kleinvieh macht auch Mist. Okay. Überlegt einmal, wie viel Wasser über der Dachfläche abläuft. Das sind nicht bloß 2 Liter, sondern das ist eine ganze Menge. Und wenn du alle Dachflächen von ganz München zusammenrechnest, dann ist das für einen Haufen Zeit. Also ich denke, dass das schon einen gewissen Anteil mitspielen wird. Und ich möchte mich auch nicht nur auf sowas stützen, sondern zusätzlich. Okay. Denkst du denn, dass sich das wirtschaftlich lohnen würde, diese ganzen Fallrohranlagen dann in Stand zu halten und dass dann am Ende vielleicht auch noch wirtschaftlich ein bisschen Geld übrig bleibt, weil das muss ja auch alles gewartet werden? Kannst du mir vorstellen, ja, dass das machbar ist. Hast du da schon mal was durchgerechnet? Nein, habe ich nicht. Das ist nur mal eine Idee gewesen, die mir durch den Kopf geschossen ist, wo ich sage, da muss man eigentlich was machen. Ja. Also, Fragen? Fangen wir Franz mal an? Oder? Und Alex. Und Alex, gut. Ja, erzähl uns nochmal, was du beruflich machst. Ich bin Baubiologe. Das heißt, ich suche alles, was an schädlichen Stoffen in Häusern verbaut wird, mache Baustoffberatungen, Grundstücksvermessungen, Klump und Salz. Schimmel, Beseitigung. Das ist eigentlich das grobe Berufsbild von Baubiologen. Okay. Und du kommst so aus dem. Aus welchem? Ich komme aus dem chemischen Sektor und bin über den chemischen Sektor in die Baubiologie eingestiegen, weil man denkt, das ist super, weil ich genau weiß, was die Industrie für chemische Stoffe in Wohnungen verbaut. Da war das für mich relativ einfach, die zu finden, weil ich genau gewusst habe, nach was ich suchen muss. Wie stehst du so ein bisschen, kann ich noch auf das Kernthema sozusagen zu kommen, Netzpolitik, Bürgerrechte, was ist da so deine Position? Netzpolitik? Ja. Also ich habe das schon mal in einem Interview gesagt, dass nicht alles über das Internet geht. Ich glaube, dass wir sehr viel von der Bevölkerung haben, das sieht man ja. Mein Herz ist an. Im Wiki kennen sich keiner aus. Und ich denke, dass es sehr viele Leute gibt, die mit dem Internet eigentlich weniger am Hut haben, weil wir eine alte Bevölkerungsschicht haben. Die Leute werden immer älter, die wählen aber trotzdem noch. Und die werden sich nicht mehr hinsetzen mit 80 und sie mit dem Internet auseinandersetzen. Darum denke ich, ist ein persönliches Gespräch viel besser. Also ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich persönlich mit jemandem rede, mit dem komme ich wesentlich besser zurecht, als wenn ich dem eine E-Mail schicke. Ich nutze keine Infektion. Ich finde es von Haus aus nicht schlecht. Okay. Aber ich sage, es ist nicht alles. Ja, Bürgerrechte, genau. Der Punkt Bürgerrechte. Also gedacht, und da ist ja zurzeit ist ja der Kampfplatz, das Internet, wo ja viele Bürgerrechte einhalten. Also es ist ja so, es werden über jeden Bürger dermaßen viele Informationen abgegriffen, dann muss es in die andere Richtung gehen, dass ich sage, wenn einer was ins Internet stellt, dann muss er damit rechnen, dass das kopiert wird oder runterzogen oder sonst irgendwas. Wie stehst du zur Überwachung zum Staatsregaler zum Beispiel? Bin ich absolut dafür. Ohne Wenn und Aber. Auch entdeckt und. Weitere Fragen?
Bist du ein Befürworter vom BGE? Ja. Was ist BGE? Bedingungsloses Grundeinkommen. Kürzung hat das auch in Hand. Das ist das bedingungslose Grundeinkommen. Das heißt also jeder Bürger, die auch alle. Ich habe noch eine Frage. Ja. Du hast gesagt, dass nur hier eine die Familie ernähren soll. Das kommt jetzt ein bisschen konservativ rüber. Wie stehst du zu der aktuellen, wie heißt das, dem Betreuungsgeld? Findest du das gut oder schlecht? Oder? Das ist nicht Fisch und nicht Fleisch, da die so. Das Betreuungsgeld. Man kann sich ihm das Betreuungsgeld sparen. Und man kann sich die ganzen Kindertagesstätten sparen, die noch gebaut werden müssen, wenn einer die Familie ernährt und die anderen Kinder daheim bleiben. Also ich kenne das aus meiner Jugend, mein Vater ist in die Arbeit gegangen, hat eine vierköpfige Familie ernährt, wir sind in Urlaub gefahren, wir haben ein Auto gehabt und Fernseher, es ist alles gegangen. Mit einem Ernährer. Heutzutage reicht es nicht einmal mehr für die Miete. Bei manchen Leuten. Und das darf einfach nicht sein. Also in der Beziehung bin ich sehr konservativ. Also ist die Idee, für jedes Kind Kinder, also einen Platz in der Kindertagesstätte zur Verfügung stellen, ist für dich nicht wichtig? Oder, ja, ist momentan ist bestimmt wichtig, weil es lässt sich nicht von einem Tag auf den anderen verändern, dass die Einkommen wieder so steigen, dass man mit einem ihrer Familie ernähren kann. Also wird uns wahrscheinlich gar nichts anderes übrig bleiben, für Kindertagesstätten zu sorgen. Und dann ist es natürlich wichtig. Weil wenn die Frau in die Arbeit gehen muss, zusätzlich, wohin mit den Kindern? Weitere Fragen? Der Landtag ist jetzt ein Vollzeitparlament. Möchtest du dann da wirklich in jeder Sitzung und jeder Angelegenheit da sein? Ja. Du möchtest alle Nebentätigkeiten dann. Also ich arbeite freiberuflich, ich kann mal das einteilen und würde wohl. Okay, du möchtest also weiter freiberuflich neben deiner Landtagstätigkeit, wenn du gewählt wirst, tätig sein. Wenn es die Zeit erlaubt, ja. Wärst du dann bereit, die Nebeneinkünfte zu veröffentlichen oder nicht? Selbstverständlich. Wunderbar. Wie stehst du zu Geothermie? Finde ich auch in Ordnung. Das ist auch, ich sage ja, eine mehrgleisige Energieversorgung. Da gehört die Geothermie dazu, da gehören auch die Kraftwerke, die Biogasanlagen, gehören für mich auch dazu. Dann habe ich da noch einen Punkt, der mir unheimlich stinkt. Das sind so gute Ideen auf dem Energiesektor, die in irgendeiner Schublade verschwinden, wo sie nie wieder auftauchen. Ich habe einen Bericht gesehen über eine Redox-Flow-Batterie, die kann Energie speichern, ist rein aus Chemie, ist 40 Jahre wartungsfrei. Und da die ganzen Probleme mit dem Stromüberschuss aus Solarenergie oder Windenergie, das lösen. Ist an der Uni Freiburg, ist das entwickelt worden, nie wieder was gesehen, ist nicht auf der Homepage von der Uni Freiburg, nirgends. Kurz. Wir haben das Wort in der Weitere Fragen? Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann vielen Dank. So, dann sind wir mit der Befragung zu Ende. Und ihr wisst alle, was nach der Befragung kommt, oder? Also wir leiten dann zur Abstimmung. So, jetzt wollten wir es hier sehr formal machen, deswegen würde ich mir gerne zwei Wahl von den Kindern mal Max tun und lasse das mal. Lasse das mal der Seite, lasse du das mal der Seite, Lars. Wer hat das beschlossen? Ich. Okay, ich bin schon mal sauber, ich könnte das mal in den Verhandlungen lesen. So,
Mal folgende. Ihr habt jetzt hier vom Stimmzettel, ihr habt jeder eine, der Stimmzettel ist, hat eine Karte. Deine Erwähnung kommt auch. Dann wird auch ganz vor mir machen, heißt Max und dann wird. Wieso? Ihr dürft jetzt erstmal bitte rumgehen. Gibt jedem der Stimmzettel hat erstmal eine. Wenn ihr eine Karte als Stimmzettel bekommt, bitte dann die einen ab und dann später haben wir die Karte. Ja? Ja. Also, jeder der Stimmkarte hat, packt bitte den Ball davor. Ach, achso, ich hab noch nicht dabei. Hier, ich hab hier. Das ist ein interessantes Verhältnis. Zwei Wahlhelfer und ein Verdammungsleiter gegen vier. Gegen fünf. Fünf, bitte. Fünf in Fünf. Wenn schon, dann richtig machen. Ja, so ist das eben. Okay, wir haben es nicht. So, das hat jetzt hier eine Stimmzettel. So, ich zeige jetzt erstmal gleich, was die Marke ist. Wir machen das jetzt folgendermaßen. So, genau, du kriegst einen Stift. Zukreuz ist, du kriegst mir jetzt mal die Wahl 1 an. So. Du meinst die zwei Ankreuzen? Ich hab hier so. Andi, du meinst die zwei Ankreuzen, die Einschlüsse von der Erdkreuzen? So, die Wahl ist geöffnet damit. Das ist ein Standbild, oder? Oder hat das unscharf gestellt, weil hier es war nicht. Ist das jetzt der fünfte? Ja. Ich bin Nummer 5. Jetzt haben wir den Trigger an, aber. Also jetzt haben wir dann 5 Stimmberechtigte. Warum kommen die jetzt erst? Weil noch Arbeit war das hier auch, ne? Ja, das ist aber eher die Basis, weil ich das sagen, wie das geht. Geht doch nicht nach Aufhalten. Das macht ja Scheiße, ne? So, indem man jeder hat abgestimmt, dann kommen wir zur Aufzählung, die Aufzählung ist öffentlich. Keine ungültig, keine Enthaltung auf den Kandidaten oder für den Kandidaten empfehlen 4 Stimmen, gegen den Kandidaten 1 Stimme. Damit ist Gerhard Döberleiner als Kandidat gewählt. Nimmst du die Wahl an? Herzlichen Glückwunsch. Das sind aber nur 80%. Oh. Ja. Das ist ein gutes Ergebnis. Also. Dann frage ich die Versammlung, gibt es irgendjemanden, der gegen das Wahlergebnis Einspruch erhebt? Das ist nicht der Fall. Dann brauchen wir nur noch 2 Personen, die neben dem Versammlungsleiter die Versicherung in einer Stadt abgeben, dass die Wahl korrekt abgelaufen ist. Gibt es da Freiwillige für? Wer möchte? Alex und Niki? Okay. Was? Protokoll? Alex Kohler, Niki Blitz oder Nicole Blitz? Nicole, ja. Das lassen wir fast stehen. Das lassen wir, genau. Gut. Und damit wäre diese Versammlung dann auch schon beendet. Ja. Wunderbar. Applaudiert mal der Planterkandidat. So. Das werdet ihr nicht glauben, aber machen wir Spaß gleich nochmal. Ich warte noch kurz, bis Nils mit dem Protokoll durch ist. Ja. Okay, doch, das alles im Griff? Ja. Können wir die nächste Versammlung eröffnen? Ja. Gut. Gut, dann gehe ich jetzt wieder ins Meeting. Hallo.
Gut, dann öffne ich hiermit die Versammlung zur Aufstellung eines Stimmkreisbewerbers zur Wahl des 15. Oberbayerischen Bezirkstags im Stimmkreis 110. Bad Zölzburg, Ratshausen, Garmisch-Partenkirchen, das ist die korrekte Bezeichnung. Es ist wie gehabt, das vertretungsberechtigte Organ, sprich der Bezirksvorstand, hat am 4.10. Eine Mitgliederversammlung im Stimmkreis einberufen, hier in die Gaststätte Flüsserei am Sebastianischweg Wolfratshausen. Doch nochmal spicken, was noch? Genau, auf den heutigen 15. November um 18 Uhr. Erschienen sind 5 stimmberechtigte Mitglieder. Die Versammlung braucht erneut einen Versammlungsleiter. Ich würde mich wieder zur Verfügung stellen. Wer dafür ist, dass die Versammlung leitet, möge bitte kurz die Stimmkarte heben. Genau. Das ist einstimmig, vielen Dank. Wir brauchen wieder einen Protokollführer. Nils, stehst du wieder zur Verfügung? Ja. Gut, wer ist dafür, dass Nils das Protokoll führt? Super, vielen Dank. Gut, dann gehe ich jetzt wieder mal eine Feststellung machen. Also. Ich stelle fest, dass die Parteien seine Ladungsfrist von 4 Wochen gemäß Landessatzung eingehalten worden ist. Ich stelle weiterhin fest, dass die Stimmberechtigung aller Erschienenen, die Anspruch auf Stimmabgabe erhoben haben, festgestellt worden ist. Ich frage die Versammlung dennoch, gibt es irgendjemanden, der das Stimmrecht eines anderen Teilnehmers, der Anspruch auf Stimmabgabe erhoben hat, anzweifelt? Das ist nicht der Fall. Gut. Dann würde ich jetzt so verfahren wie gerade eben, wenn das Konsens ist. Das heißt, ich würde gerne zuerst eine Kandidatenliste eröffnen. Die Frage, gibt es Vorschläge zur Wahl des Stimmkreisbewerbers? Ich betone erneut, jedes stimmberechtigte Mitglied der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Hast du dich selber vorschlagen? Du kannst dich selber vorschlagen. Ich schlage den Franz vor. Okay. Also, Franz Raufen ist vorgeschlagen, die Zustimmungserklärung liegt vor. Gibt es weitere Vorschläge? Wenn es keine weiteren Vorschläge gibt, würde ich dann die Kandidatenliste schließen. Warte kurz, wir machen kurz das Wahlverfahren. Wir haben einen Bewerber, wie gehabt, würden wir bei einem Bewerber wieder erneut zu verfahren. Gewählt ist, wer mehr Ja- als Nein-Stimmen erhält, wer ist für dieses Wahlverfahren. Hier bitte jetzt die Stimmkarte. Karte bitte. Also gut, die Versammlung hat den Beschluss gefasst. So wurde, also wir stimmen so ab wie gerade eben. Natürlich geheim mit verdeckten Stimmzetteln. Und jetzt ist dem Bewerber Zeit zu geben, sich und sein Programm in angemessener Zeit vorzustellen. Franz, jeder. Bitte. Aber im Augenblick guckt nur einer zu. Also ich hätte das hier oben sieht man nicht zu kommen. Also ich hätte hier jetzt auch zu Hause bleiben können und trotzdem mitbekommen. Jo, aber Sie können sprechen nicht können. Das ist auch der Nachteil, wenn man nicht zu einer Veranstaltung hingeht. Wenn ich mich wenigstens gewählt habe, bin ich ja Landwirtschaftsmeister seit September. Bin 34 Jahre alt, Betriebswirt, seit 2009 gerade hier in Bad Tölz und stelle mich zum Bezirkstag auf. Meine Themen, wurde ja schon jetzt da im Interview ein bisschen so gemacht, sind Soziales in dem Bereich, also Krankenhäuser und das Ganze, was ein großer Teil der Verantwortung von einem Bezirkstag ist. Und auf der anderen Seite das Thema Transparenz, das heißt Informationsfreiheitsgesetze, Informationsfreiheitssatzungen, ist ein Steckenpferd von mir. Und das ist auch das, was ich denke, was ich im Bezirkstag verwirklichen möchte. Selbst im Volksmusikarchiv würde ich vielleicht was machen, muss ich schauen, wie der Status ist. Aber ich habe doch tatsächlich Erfahrung mit Volksmusik. Ich habe auch den Bayerischen Zivilmarsch schon des Öfteren gespielt, da ich in der Blaskapelle war, da aktiv. Und damit diesem bayerischen Brauchtum nahe bin sozusagen. Das ist eigentlich so, was ich sagen will, meine Position so ein bisschen. Ich bin so, weil ich ja 2009 zugedient bin, so klassischer Bürgerrechtspirat, Netzpolitikpirat. Und bin da zu diesem Team groß geworden, wo ich recht so. Das ist auch immer noch meine Hauptleidenschaft in diesem Bereich. Und
da tun sich die Positionen der Partei mehr oder weniger mit meinen übereinstimmen. Also das ist so ungefähr, sehe, du machst das nicht über mich anziehen könnt. Habt ihr Fragen an mich? Wir brauchen ja nur 5 Stück, nur aus drin. Ja, Fragen an den Bewerber. Da muss das aber offiziell gemacht werden. Ihr dürft jetzt Fragen stellen, wenn ihr die Stimmzettel machen. Fragt mich, was ihr schon immer fragen wolltet. Ich lasse Ja, das ist das erste Mal, dass mich jemand nach meinen politischen Positionen fragt. Ich bin bis jetzt immer zum Schatzmeister gewählt worden, ohne nach meiner politischen Position gefragt zu werden. Gut, dann. Ich hätte ja zeigen können, dass ich ganz was anderes bin. Also dann werde ich jetzt, wenn es keinen Widerspruch auf der Versammlung gibt, auch Gäste wieder fragen zu lassen, dann Max und dann Alex. Genau, Frage. Bezirkspolitik, ja. Du hast die Themen schon angesprochen. Wirst du dich in der parteiinternen Diskussion jetzt in der Vorbereitung auf die Wahl auch schon beteiligen? Oder wie stehst du zum Beispiel zur AG Bezirkspolitik an der Stelle? Das ist eine gute Frage. Ich meine, je nachdem, wie ich das zeitlich habe, ich bin ja noch Landesschatzmeister. Das heißt also, das geht für mich bis zur Wahl vor, weil wenn ich als Landesschatzmeister sage, dann schade ich den ganzen Landesverband sozusagen. Wenn ich als Bezirkstagskandidat schade, also relativ wenig mache oder so, dann ist das in Anführungsstrichen nicht so wichtig. Also es ist mir schon wichtig, dass ich was mache und so. Ich werde aber eher, wie ich es wohl die meiste Zeit auch als Landesschatzmeister gemacht habe, passiv dabei sein. Also das heißt, die AG Bezirkspolitik mitlesen und sowas, kein Problem. Wie weit ich da aktiv werde, muss ich sehen, wie es meine To-Do-Liste zulässt. Das ist auch ein Grund, warum ich auch gedacht habe, ich mache das mit dem Landtagskandidat lieber auch nicht oder sowas, einfach weil ich da nicht die Zeit dafür hätte, mich so reinzubringen. Alex. Ja, hast du dich vor der Piratenpartei eigentlich schon mal politisch engagiert? Ich war im Bürgerrechtsverein. Aber es ist keine politische Engagierung. Ich kann mal Internet in die Pampa bringen. Nicole? Nein, also Piratenpartei war meine erste Partei. Ja, weitere Fragen? Oder so. Ach, nur T-Zeit. Okay. Ja. Doch, ja. Ja, neben Bürgerrechtsthemen und unseren klassischen Kernthemen, ja. Also, was sind dann noch Themen, die dich interessieren, so allgemein? Für, also politisch. Also, ich habe die Verschwörung Wirtschaftspolitik ist so ein Punkt, wo mich interessiert. Also, Wirtschaftspolitik allgemein, die Europakrise, die Verbindung der Europakrise mit der politischen Dimension des Ganzen ist aber also ein europäisches Thema, aber prinzipiell im Haushalt, Bilanzen, das was mich interessiert. Was ich aber, sage ich auch ehrlich, auch nur registriere. Also ich habe bis jetzt keine aktive politische Sache vertreten, weil ich als Schatzmeister im Verwaltungsbereich gedacht habe, lieber schicke ich meine Energie da rein, um anderen Leuten zu ermöglichen, entsprechend die Politik zu machen. Ganz klar. Weitere Fragen? Ich kenne den Plan schon alle, gell? Das ist. Okay. Ja. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann vielen Dank. Jo. So, dann. Kommen wir auch hier einmal zur Abstimmung. Ich würde meine beiden Wahlhelfer wieder bitten, kurz zu mir zu kommen. Was sind die Positionen? Da gibt es Positionen. Ich fange wieder hier vorne an. Keine Sorge, das ist keine Sorge. Ich müsste, glaube ich, Stellung geben. Okay. Ja, auch. Ich weiß aber. Die Diskussion wurde schon mal geführt, aber zu keinem Ergebnis. Ich habe dir da ein paar Zeilen hingelegt. Okay, nee, neben deinem Ordner. Ja, ich stehe auf der Landesliste für den Bundestag. Position 1 oder? Hm? Oder so wie die Grünen da Männer, Frauen,
Entweder Sie selber oder weil Sie der Schatzmeister entsprechend für Sie verzeichnet hat, dass der Beitrag gezahlt wurde. Aber ja, also der Beitrag muss bezahlt sein, sonst ist man nicht stimmberechtigt. Nee, das hat auch für sinnvoll, nachdem was ich gelesen habe. Ja. Zwar viele Mitglieder, aber wenig, die auch. Ja, also wir haben in Bayern immer noch eine Quote von 50%, nur die bezahlt haben. Oder eben auch 50%, die nicht bezahlt haben. Ja. Also die 5 haben jetzt auch die Angeben, muss ich denn da das Datum und ja, das ist für die Aufstellungsversammlung nicht relevant. Also, bei Aufstellungsversammlung also mit Mitgliedschaft. Das gilt dann nur bei Parteitagen. Genau, 4 Wochen richtig. Nur bei Parteitagen. Also, ich kann auch dazu schreiben, in Klammern, ich habe in der Gemäß Landesverzeichnis. Können wir machen. So, Zahl kann abgeben. Scheint doch, wenn noch jemand abstimmen. Wir haben, glaube ich, 5 drin. Das ist nicht der Fall. Ich möchte in der Geheimen zahlen, ja? Ich habe noch eine Frage. Nee. Doch, mal umgekehrt. Die Bildredaktion von Merkur, die hat schon mal Ausschuss von mir angeschickt, aber die hat ohne Namen genommen. Das ist dann wieder OH, da sind ohne Honorar. Die kosten frei zur Verfügung. Und die einzige Lizenz. Kurz, wir haben als Ergebnis. Oder der Name genannt wird. Sie hatten dann? Darf ich um Aufmerksamkeit bitten, weil mein Ergebnis? Klein. Warten noch das bisschen oder ganz wieder klappen. So, also, wir haben ein Ergebnis. Es sind 5 Stimmzettel abgegeben worden. 5 Stimmzettel sind gültig. Ein Stimmzettel ist eine Enthaltung. Und wir haben 4 Ja-Stimmen für den Kandidaten und keine Nein-Stimme. Ja? Das heißt, ein einwilliges Ergebnis. Damit ist Franz Raufuß zum Stimmkreisbewerber für den Bezirkskreis gewählt. Können Sie die mal an? Ja. Gut. So, dann frage ich noch einmal. Gibt es jemanden, der das Ergebnis der Wahl anzweifelt? Oder Einspruch gegen das Ergebnis der Wahl wählt? Hallo Stream, gibt es jemanden, der Einspruch gegen das Ergebnis der Wahl erhebt? Das ist nicht der Fall. Dann brauchen wir wieder 2 Personen, die neben dem Versammlungsleiter die Versicherung an alle Stadt abgeben. Wer möchte? Alles Cola? Und Niki. Niki? Ja, ich erkläre dann Stadt. Ich kurz die Versammlung wäre dafür, dass die beiden das machen. So, wunderbar. Das sind genug, die Mehrheit ist eine Mehrheit. So, damit werden die beiden die Versicherung an eine Stadt abgeben. Gut, damit ist auch diese Versammlung geschlossen und wir sind am Abend erfolgreich beendet. Vielen Dank. Ich habe mir
Ich habe das nicht dabei, dass ich das nicht